sortieren wir mal hier ein bisschen, ne? Jupp. Und Schlauen draus kriegen. Wie viel haben wir denn insgesamt hier? Ich sortiere es ja gerade. So, jetzt haben wir 40, 80, 120. Also 40. 40, 80, 120, 160, 200, 220, 228 Eisen haben wir jetzt. Und mit dem Material, was wir noch haben, falls es auch das 2:1 Verhältnis ist, was ich jetzt nicht weiß, doch ist es, können wir noch 150, 75 machen. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich reichen, eisentechnisch. So, und Kupfer haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120, knapp. Und da haben wir noch mal 200. Ja, reicht auch. Also Material haben wir jetzt genug. Frage ist halt nur, was an diesem dritten Punkt noch benötigt wird am Material. Und das wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Da müssen wir erstmal bis da ganz oben laufen. Ich zoome mal raus. Das ist natürlich ein sehr weiter Weg zu Fuß. Natürlich schon schicker, wenn wir das Kupfer mitnehmen könnten, ne? Auf dem Weg. Und eigentlich wäre es auch besser, wenn wir das Eisen liefern, weil ich denke, dass wir da oben dann nochmal eine neue Base bauen müssen. Gehe ich mal fast von aus. Wo muss man denn hin, um das Eisen zu liefern? Da hinten. Und die 200 haben wir schon zusammen. Das ist hier um die Ecke. Oder was? Ja, es sind ja 300, die wir da brauchen, leider. Ja, ich kann ja schon mal raus tun, zwei. Ja, vier. Bin auch dabei. So, jetzt habe ich 100. Und das schon mal liefern, was wir haben. 100. Markierst du es? Damit was? Weil hier brauchen wir ja keine Mine mehr. Dann wissen wir wenigstens, was wir für oben brauchen, weißt du? Das ist ja auch nicht so kompliziert. Ja, ist auch so. Ja, super. Ich hab mich in die Landschaft gebackt. So, meine lieben Zuschauer, ja, wir sind auf dem Weg zur ersten Rakete, um den ersten Teil an Eisen zu liefern. Ups, zu liefern, nicht daneben fallen zu lassen. So. Ja, wenn nicht so ein blöder Wolf gekommen wäre. Naja, also wir brauchen jetzt noch 80
Barren. Eisen. Wir müssen eigentlich schon fast fertig sein. Und dann packen wir uns die 200 Kupferbarren, gehen dann die andere Rakete beliefern und dann gehen wir zum dritten Punkt und mal gucken, was es denn da gibt, was wir sammeln müssen. Wenn ich so auf den Zeitmarker gucke, ne, wir machen die Mission jetzt schon 2 Stunden. Wir haben nur noch 4. Das ist schon, also die Zeit ist hier in der Mission schon knapp bemessen. Ne? Würde ich so behaupten. Ja, ich meine, guck mal, wir haben 2 Stunden rum. Und wir müssten, haben nur noch 4 theoretisch und haben bis jetzt noch keine Aufgabe erfüllt. Ja, Dua Lipa mäßig. Ah, da ist die Rakete. Rein damit. Und das war's. Naja, so schwer war es jetzt auch nicht. Ja, das andere Stellgebiet ist anders. Wir werden ein paar Bären treffen. Ja gut, wir sind jetzt aber zu zweit und haben beide Spezialpfeile bei. Das wird auch zu zweit nicht die Herausforderung sein, denke ich. Keine Ahnung. Sieht doch gut aus. Oh, ich hab 100 dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich auch. Ich habe einen Bauch dabei. Dann lass uns mal loslegen. Hast du Essen dabei? Ja, ich habe Essen dabei. Gut, dann müssen wir jetzt erst nach da. Wird nicht hier zwischendurch laufen, glaube ich. Na gut, wir können es probieren, aber waren relativ viele Eisbären. Ah doch, lass es machen. Zeit zu sparen, denke ich mal, ist das keine schlechte Sache.
Jetzt noch kein. Dann ist er wieder unten. So. Gott, wenn sie nicht explodiert sind. Ja, war. So, weiter geht's. Hab's markiert. Oh, hier geht's tief runter. Ja, und da könnte sein, dass gleich irgendwo ein Bär ist. Aber er ist nicht mehr da. Das war ich dabei bin, weißt du? Und ja, ich wollte Pfeile ausgepackt habe, damit das wenigstens unsinnig war. Springen. Springen. Okay. Ja. Ist wieder eine. Da müsste gleich noch mal eine kommen irgendwo. Vor allem haben wir bis jetzt keinen Sturm. Oh, bis jetzt Glück gehabt, ja. Ich hatte eben zweimal. Aber nur ganz leicht. Habe ich mich jedes Mal in so einen Berg reingeklopft. Wer vor uns? Ja. Weiß noch nicht, wo der jetzt gerade steckt. Klang nach links. Hey, rechts ist der Geläufner. Läuft nach rechts. Okay. Genauso wie eben auch. Da hinten sind Bäume schon. Also wir nähern uns dem Ausgang. Aufpassen, da war in der Nähe war ein brauner Bär. Okay. Also in der Schlucht drin. Auf der rechten. Das muss aber ja nicht sein, dass er wieder da ist. Das ist ja einfacher zu kriegen, weil ich die Einbären, die Eisbären, die drehen sich ja viel schneller als die anderen. Ja, ja, die sind definitiv gefährlicher. Ich habe das so versucht wie bei den anderen Bären, das hat aber nicht geklappt. Stahl. Ah, super. Nur Stahl. 100 Stahl und 400 Oxid. Oxid ist ja kein Problem. Aber Stahl ist ein Riesenproblem. Da brauchst du
Mengen an Eisen, an Ästen, für du ja dieses Pulver machen muss, das Schwarze, brauchst du ja auch Äste für. Das können wir schon hin. Muss nur irgendwo hier eine Hütte haben. Ja, aber das kriegen wir heute nicht mehr hin. Auf jeden Fall danken wir euch fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Mission. Und ich sage bis dann. Tschüss. Tschüss. Sturm, ja, ich bin drauf. Dann war so. Sturm zu Ende. Ja, das ist auch ein böser Sturm. Ich muss gerade mal gucken, wo ich. Ja, ja. Ich glaube. Muss mal gucken, ob in der Nähe ein Stein ist, dann können wir uns darin verkriechen. Ja, ich suche gerade einen großen. Ah ne, ich glaube, da hinten ist eine Höhle. Ja, dann gehen wir da hin. Ja, ich gehe mal hin, ob das eine Höhle ist. Ja, ist eine Höhle. Dunkel. Ich habe keine Fackel, merke ich gerade. Herstellen. Fackel. Ah doch, habe ich wohl. Habe ich übersehen. Na, jetzt ist es passiert. Ich habe eine Höhle gesehen. Also es ist keine rote Phase von dem Sturm, aber... Na gut, aber wir können dann schon mal... Aber wir können hier zum Beispiel gleich eine Base machen, eine kleine. Ja, wir müssen ja eh Kohle und Eisen haben. Für Stahl zu produzieren. Wir müssen ja wieder einen Hochofen bauen, das heißt wir brauchen noch Silizium, wir brauchen Stein, das passt ja ganz gut jetzt gerade. Bin durch. Bin durch. Ich spür's. Geht los. Ja, ich muss gerade das Spiel also stellen. Ja, Gold haben wir schon mal hier, das brauchen wir aber nicht. Kohle haben wir hier, Eisen haben wir hier. Ah, ich hab mich getroffen. Irgendwo muss noch einer sein. Ah, da oben links. Er hat mich getroffen. Mich nicht, Gott sei Dank. Ist nichts mehr. Okay. Aber jede Menge Kohle und jede Menge Eisen. Das ist auf jeden Fall Gold wert, die. So, jetzt müssen wir noch Silizium finden, ne? Aber noch. Habe ich den noch im Inventar? Jetzt erstmal den Sturm ab, oder? Ist ja fast rum. Inventar habe ich. Ja, ich habe jede Menge Knochen bei, deswegen ich nehme jetzt nichts mit. Also hier habe ich noch Pfeile von dir. Oh ja, gern. Ich habe ja nicht viele, ich habe nur 66. So viel habe ich jetzt auch nicht. Oh ja, ich brauche eine Axt, sehe ich gerade. Meine Axt ist nämlich kaputt, meine Profi-Axt. Und die kann ich ja jetzt nicht reparieren ohne Werkbank. So, ich wirklich Sturm habe ich aber nicht hier. Nö, ist jetzt auch fast vorbei. Was das Schwein von mir? Ich muss jetzt nur mal Sachen rausschmeißen, die wir nicht mehr brauchen. Bauen auf jeden Fall jetzt einen Abstieg. Ein Abstieg? Ja. Ja, wir müssen ja entweder da unten bauen oder hinter uns an einem See. Die Dinger brauchen wir ja nicht mehr. Ah, fuck. Tut mir leid, da war es zu langsam.
Die Punkte sind echt weit auseinander, ne? Ja, brutal. Oxid brauchen wir noch, habe ich ja gesehen. Bin schon mal runter zum Schwein. Lass mich in Ruhe, Wildschwein. Ich will ja nichts von dir. Ein Wildschwein bist du. Bist du an dem See oder einfach an dem Bach, ne? Ich bin an dem Fluss hier gegangen, ja. Ich habe jetzt noch nicht mal mehr Platz für ein Holz. Ja, ich habe auch nicht viel Platz. Ja, wir brauchen ja jede Menge Äste, deswegen. Schon wieder voll. Da fange ich schon mal an zu bauen. Ich bringe das Holz vorbei und dann fange ich dann nachher an, oben das Eisen abzubauen. Bin auch voll. So, ich schmeiß mal Leder ab, weil Leder brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Bau dir hier schon mal so Kiste. Intelligent das Spiel. Weiß es lieber mir die Dinger raus, anstatt mir sie in Infi zu knallen und das zusammenzurotten. Mein Infi ist doch gar nicht voll. Willst du mich verarschen? Echt, ey. Hinter den einen Holzbalken nicht. Wieder voll. Das stimmt nicht, was ich hier gebaut habe. Wahrscheinlich, weil da noch ein Baum in der Nähe war. Wahrscheinlich. Ah ne, hier fehlt er. So, 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2. Scheiße. Ich schon hast die Situation schon gelöst. Mhm. So. Er wollte das so. Ja, ich hatte auch das Gefühl. Nein, ich blute zwar, aber egal. Nee, ich glaube, der hat so ein bisschen drum gebettelt. Ja, das macht er gerne. So, warum stackst du das nicht? Das ist ein Holzbalken und das ist ein Holzbalken. Muss ich nicht verstehen. Ja, der hat mir einen Holzbalken gebaut, der stackte nicht. Warum auch immer. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Reicht das Holz oder brauchst du noch mehr? Wie viel Sex hast du? Also ich hab bis jetzt hier so ein Paket, das sind immer 100. Nee, brauch mehr. Ich sag ja, ist irre, was du an Holz verbrauchst, für ein Haus zu bauen inzwischen.